Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Wirklich? Darf ich Kaya besuchen? Oh, sonst noch jemand? Wer hat sonst noch jemand? Blablabla. Wer hatte sonst noch was für mich zu tun? Box? Nein? Dann schauen wir mal zum Schatzi. Was Kaya für mich zu tun hat. Ob Ulf da ist. Nicht glitschend. Der Cutscene-Glitch war extrem. Extremst. Was geht ab, Alter? Ich danke dir. Möge der tapfere Krieger in dir stets obsiegen. Bei der Erde Magalans. Magalans. Ja, wir verstehen. Hallo, willkommen in meinem Geschäft. Moment mal, du bist gar kein Berserker. Was willst du hier? Ich will etwas kaufen. Du? Alles, was ich anzubieten habe, kannst du dir sowieso nicht leisten. Abgesehen davon habe ich einen Exklusivvertrag mit Red. Ich verkaufe nur an Berserker und du bist offensichtlich keiner. Was ist das hier für ein Laden? Dies ist kein Laden, wie du es zu nennen pflegst. Ich bin ein ehrbarer Geschäftsmann und Versorger von unserem Warlord Red und seinen Truppen. Gesindel wie du hat hier nichts verloren. Echt nichts. Dazu kommen, dass ich jemals Red erledige. Außer Kaya ist machthungrig auf einmal. Das wäre doch toll, wenn sie die Arbeit von Red übernehmen will. Wir auch was lernen. Wie sieht's aus? Kaum habe ich die Arbeit als Orakel wieder aufgenommen, da geht sie mir schon wieder gehörig auf die Nerven. Ich weiß genau, was du meinst. Es wird Zeit, dass ich mich wieder wichtigeren Dingen widme. Ich habe da so eine Idee. Wir wissen noch viel zu wenig über das dunkle Elex der Skyans. Du bist für mich immer ein Experte für das Elex gewesen. Vielleicht solltest du dir das lila Zeug mal genauer ansehen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und ich weiß auch schon, wo ich anfangen werde. Allerdings brauche ich dabei deine Unterstützung. Natürlich. Wir Berserker machen uns am meisten Sorgen um die Skyaniden. Sie sind im Grunde den Mutanten der Alps nicht ganz unähnlich. Auch sie sind dem Elex verfallen und werden durch diese Substanz grundlegend verändert. Doch was ist seine Natur? Wie wirkt es? Was macht es so ansteckend? Hat es ebenfalls eine kollektive Stimme wie das blaue Zeug, das wir schon seit Jahren auf unserem Planeten haben? Traust du dir zu, eine Heilung für die Infektion mit dem dunklen Elix zu finden? Ich weiß doch nicht, was ich herausfinde, bevor ich es herausfinde. Kann ja nicht schaden, mehrere Eisen im Feuer zu haben. Wer weiß, wann Dawkins brauchbare Ergebnisse liefert bei seiner Forschung. Oh, darf ich Crony mitnehmen? Ich will Crony mitnehmen. Wo fangen wir mit unserer Suche an? Ich weise eine gewisse Affinität zum Elex und dem Mana auf. Meine Sinne erfassen viele ihrer Eigenschaften und lassen mich mit ihnen regelrecht kommunizieren. Das eine ist ein Derivat des anderen. Damit kenne ich mich bestens aus. Das Lila-Zeug allerdings ist etwas gänzlich anderes. Es hat sowohl replikative als auch infektiöse Eigenschaften. Es wird schwierig werden, es zu isolieren und zu analysieren, ohne sich dabei auch die dunkle Seuche einzuhandeln. Du schaffst das schon, wie immer. Danke für deine Zuversicht, aber trotzdem brauche ich es in seiner reinen Form. Ich brauche es in Aktion. Ich brauche es in seiner Wirkung, in seiner Vollendung, damit ich sehe, wie es wirkt. Und das am besten am lebenden Organismus. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ja, ich brauche junge, frisch gewandelte Exemplare der Skyaniden, um sie mir genauer anzusehen.
Die meisten Biester, die wir bisher bekämpft haben, sind mindestens schon mehrere Wochen in ihrem gewandelten Zustand. Ich brauche aber Skyaniden, bei denen die Wandlung vor kurzem geschehen ist. Südlich vom Fort hat einer unserer Spähtrupps vor ein paar Stunden eine junge Herde kleinerer Exemplare der Skyaniden gesehen. Einer der Krieger behauptet, er habe gesehen, wie sich diese aus einer Gruppe Hornwölfe gebildet hätten. Ich würde mir das alsbald ansehen. Wenn du also bereit bist, dann lass uns das angehen. Skyaniden-Babys will sie also. Lass uns diese junge Skyaniden-Frischzucht aufsuchen. Sehr gut. Also, auf geht's. Nein, Crony. Crony genommen. Crony. Dort drüben wurden die Biester von unseren Spähern gesehen. Wollen wir hoffen, dass es wirklich nur kleine Exemplare sind? Wir werden's gleich sehen. Mit Decks nehmen können, aber Crony. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Ich bin da. Kann ich zu wenig leben? Au! Er macht keine Töne. Ist ja fast fad. Ah ja, mach weg das Ding. Aui. Hier komme ich mir ein bisschen schwächer vor. Sind die Schwierigkeiten ein bisschen verbessert? Gut, 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 gut. Könnte sein. Die wackeln wieder. Ah ja, bringt wieder alle zum Tanzen. Wieder mal haben wir ein paar Sachen rein, die Frostpilze. Die haben mich gar nicht voll gemacht. Und das Fett ist da drüben. Das killt meine Skyaniden. Ja, das hat Schaden gemacht. Ich habe gewusst, dass es Schaden macht. Er hat meine Aufgabe erledigt, der Große da drüben anscheinend. Nun halt. Ach komm, Kaya, gehen wir Unhold zerlegen. Gerne, gerne. Oh nein, nee, wir rennen da rein mit der Shotgun. Ich hab die alle auf Kaya. Nein, er schaut auf mich. Luftangriff. Ich freue mich wieder, wenn ich Elex 1 spielen kann und die kurze Luftangriff-Attacke bekomme wieder. Wo man hochschwebt und dann Ground Pound macht. Weg. Und da Kaya tankt, kann von hinten rangehen. Klingt nicht gut. Rennt weg. Deckungsgefahr ist die Mission. Verdammt. Jung mögen sie ja sein, aber auch gefährlich. Sie sind sicher immer noch ansteckend. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mir ihren Wandlungsort, wo sie die letzten Stunden gehaust haben, genauer ansehe. Also, führe mich so nah wie möglich zum Wandlungsort, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann, okay? Da waren wir doch schon mal. Da waren wir ganz am Anfang. Da war sie auch dabei. Ganz am Anfang gegen die Banditen da drin, die da gelebt haben. Jetzt wahrscheinlich was anderes schon drinnen. Am besten, du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne. Mal sehen, ob ich etwas aufnehme, was ich interpretieren kann. Wie ist wirklich? Oh, wo
hoch. Mit dir da. Im Zug, jawohl. Alter. Gut ausgeschaut. Constitution. Mehr Constitution. Oh. Ja, das war genau die richtige Idee. Es ist, wie ich angenommen hatte. Ich kann es spüren. Die Präsenz des aktiven, dunklen Elex ist hier überall. Es hat hier gewütet und hat diese Biester noch vor kurzem gewandelt. Was hast du sonst noch herausgefunden? Die Tiere haben sehr gelitten. Ihre Klageschreie liegen noch immer in der Luft. Sie hatten keine Chance, sich gegen die Wandlung zu wehren. Während die Wandlung selbst sehr schnell voranschritt, scheint der Zeitpunkt der Infektion auch nur wenige Stunden vor der Wandlung gelegen zu haben. Das würde ja bedeuten... Ja. Ist ein Tier dieser Größe erst einmal infiziert, dann ist es nur eine Frage von Stunden, vielleicht Tagen, bis es sich wandelt. Was bedeutet das für einen Menschen? Ich weiß es nicht. Das hier waren nur gewandelte Tiere. Ich habe ja keine menschlichen Referenzen. Naja, außer dir. Aber du bist irgendwie etwas Besonderes. Keine Ahnung, warum genau. Jedenfalls dürfen wir nicht von dir auf andere schließen. Na schön. Was jetzt? Das alles hier bringt uns noch nicht sehr weit. Ich brauche größere Exemplare. Ich werde meine Leute darauf ansetzen, die Skyaniden zu beobachten. Wenn mir wieder eine frische Wandlung gemeldet wird, dann gebe ich dir sofort Bescheid. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Hm, so gefällst du mir schon viel besser. Was, ich? Ach so, ja, ja. Hör bloß auf damit. Lass uns lieber weitermachen. War ja klar, dass Nasty, diese Person, wieder irgendwo auftaucht. Musstest du sie unbedingt rekrutieren? Sie ist gut. Gut in was? Nun, Das Einzige, in dem sie gut ist, ist Ärger zu machen. Ich sag dir was, wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich damit. Das ist dein Problem. Das ist ein Problem, Kaya. Oh, okay, sie kommt mit, wenn dann was. Haben wir hier noch was Interessantes? Leuchtturm waren wir schon, da drüben in der Kuppel waren wir auch schon. Schaut nichts aus. Von der Fliege geplagt. Villa ist blau. Wir in die Burg zurück. Schauen wir, wer mich anspringt. Tschüss. Damit. Mal unser Kind besuchen. Sieht ja keinen, oder? Vielleicht hat er eine Quest dann für mich. In Nasty. Schau mal, wen ich gefunden habe. Nee, kein Kommentar. So, ist die andere. Geht wahrscheinlich auch nichts. Nöp. Und die halt pressen. Was kann ich machen? Beides. Schrot ist wichtiger gerade. Oh. Das ist nicht viel. Ich kann Waffen gerade eh nichts upgraden. Habe ich mir schon durchgeschaut. Mein Kopf! Miss ich Bulli. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Warum steht er wieder in der Stadt oben? Ach, wir schauen mal rauf. Mag er mich so wenig, dass er in Tomstown bleibt? Wem kann das? Wem kann ich so übeln? Diese Häuserschluchten sind wirklich beeindruckend. Wie es wohl gewesen sein muss, hier zu leben. Ohne dass alles von Mutanten verseucht ist, meine ich natürlich. Willst du was Beeindruckendes sehen? Warte, Freistoß! Das war ein guter. Oh. Irgendwie ist es gruselig hier. Diese ganzen verlassenen Wohnungen. Man kann die Toten fast spüren, die hier mal gelebt haben. Ich habe Federfliegen gezählt. Das fliegen Federn. Ich hoffe, das war ein Fehl. Das war ein richtiger Fehl.
gekriegt. Der Schlag gerade ein bisschen zu viel für mich. Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Nein. Den wollte ich nicht reinhauen. Da muss ich mir was Neues reinlegen jetzt. Ich habe nicht viel Lebenssaft. Das benutze ich hier fast nie. Uli, was machst du hier? Warum bist du hier draußen schon wieder? Ich schon, bei dir. Nee. Okay. Ich brauch... Na gut. Mitkommen. Klar noch. Sonst zickt er auch herum, das geht gar nicht. Da habe ich sonst noch was. Das Geheimnis. Das gute Geheimnis komme ich nicht drauf. Ja, Dawkins. Dorthin werde ich hier schon wieder von Wendern angesprochen. Nehme ich halt Bulli mit. Damit er nicht abhaut und irgendwo alleine rumsteht. Tomstown. Es muss sein, wer mich so gern hat. Das Kind ignorieren wir wieder. Ich habe alle Informationen über deine DNA-Fragmente, die du haben wolltest. Gut, ich werde sie mir sofort ansehen. Habt ihr doch schon, oder? Das ist sehr interessant. Das dunkle Es verleiht dem Konsumenten große... Mir ist gerade bewusst geworden, wie alt du eigentlich schon bist. Das Elix hat dir geholfen, all die Jahrhunderte zu überleben. Aber wie genau ist das passiert? Wie konntest du das schaffen? Ist es wirklich nur eine Frage großer Elix-Mengen, die du zweifelsohne konsumiert hast? Nun, die Tatsache, dass ich immer noch lebe, bedeutet nicht, dass ich hierfür auch eine allumfassende Antwort für dich habe. Das Elix hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Das ist richtig. Ich selbst habe aber noch viel über die genauen Zusammenhänge zu lernen. Die Skynes werden uns dabei helfen. Denn sie haben das Geheimnis der Unsterblichkeit ganz offensichtlich schon lange gelöst. Das erkenne ich an der Zusammensetzung ihrer Zellen und DNA-Stränge im Vergleich zu meinen eigenen. Lass uns ins Umland von Gamara aufbrechen. Sehr gut. Das wird für uns beide eine interessante Erfahrung. Wir können beklärt damit. So, da sind wir. Das Objekt, das ich mir näher ansehen möchte, ist unweit von hier. Etwas näher am Farmer. Die genaue Position gebe ich dir wie immer in deinen Adjutor. Ich rechne damit, dass wir nicht einfach so in Gamaras Umland herumlaufen können, ohne von ihren Kreaturen angegriffen zu werden. Wir sollten also besser vorsichtig sein. Oma, hast das Ding. Los, mach schon. Du gehst vor und ich bleibe dicht hinter dir. Ja, wir schon falls. Nicht mit mir. Wer sagt das? Deine Shotgun? Was? Was hast du? Er hat einen Raketenwerfer. Natürlich hat er einen Raketenwerfer. Warum nennen Sie dieses Ungetüm der Gamara? Der dem Zentrum der Skynes in Marakor am nächsten platzierte, ist der Alpha-Former Alphara. Der zweitnächste Betara und so weiter. Gamara wäre demnach der dritte. Die Benennung der Former ist offenbar eine Mischung aus Funktionen und der Entfernung von einem Zentrum, das in Marakor liegt. Die Abkürzung, Doc.
den Büchern vorbei. So rein. Nein? Ja, schon. Ja, natürlich schon. Mit Sharks nicht. Da ist echt durchgeschlängelt. Wir sind da. Sieh dir an, was sie hier erschaffen haben. Hervorragendes Material, um ihre Zuchtzellen zu füttern. Großartige Arbeit. Ja. Oh, Morat. Konzentrier dich, Jax. Du verehrst sie. Tja, das würdest du vermutlich auch, wenn du mit der Wissenschaft verheiratet wärst, so wie ich. Du siehst ja, was hier los ist. Besser du beeilst dich mit deinen restlichen Aufgaben, sonst sehen wir bald alle so aus. Ich werde zurückgehen. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Übrigens, der Vormund deines Sohnes. Aska, was ist mit ihm? Er wirkte das letzte Mal, als ich ihn sah, ziemlich beunruhigt. Du solltest dich unbedingt einmal bei ihm sehen lassen. Mhm. Vielleicht ist es ja nichts Besonderes, aber... naja. War die Mission? Ah, raus hier. Oh, raus hier, zurück zur Bastion. Wenn der zu Fuß zurückgeht. Schauen, wer mir entgegenfliegt. Wahrscheinlich Bully ist jetzt wieder. Ja. Das ist hier. Bully ist. Warte auf. Oder? Was macht Bully? Sie ist auch hier. Okay. Dann haben wir, wenn dann Leute hier, die. Ja, ja. Mitkommen. Eine Sache noch. Momentan machst du mir Angst. Ja, ich weiß, ich sollte... Ja. Ich kümmere mich da... mit Kor. Na gut. Nehmen wir sie mal mit, wenn sie schon längere Zeit nichts... wird nichts tun. Haben wir sonst hier... Falk? Okay, reden wir mal mit. Gut, dass du da bist. Was ist los? Wo ist mein Sohn? Er ist weggelaufen. Oh nein! Was? Sagtest du nicht, du würdest dich um ihn kümmern? Es war nur eine Sekunde der Unachtsamkeit. Glaubst du, ich mache mir keine Vorwürfe? Aber das nützt ja nichts. Er hat sich wieder etwas in den Kopf gesetzt. Und wir wissen ja, dass ihn dann niemand aufhalten kann. Der Junge hat eben einen sehr starken Willen. Wie lange ist er denn schon verschwunden? Nur wenige Stunden. Stunden? Oh Mann, dann kann er mittlerweile überall sein. Ich habe das Umland hier schon abgesucht. Nichts. Was hat er sich in den Kopf gesetzt? Er hat einen starken Drang, die Menschen vor den Skyans zu beschützen. Er sprach auch sehr oft von Tavar und dem Former, der da runtergekommen ist. Er glaubt fest daran, dass er einen Beitrag leisten kann. Vielleicht ist er ja auf dem Weg dorthin... Ich werde ihn finden. Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Wenn ich etwas tun kann... Umari. Ja. Was? Der Scheiß schon wieder. Du hast schon genug getan. Das hier ist meine Aufgabe. In Ordnung. Dann bleibe ich. Viel Glück. Bring den Jungen gesund wieder zurück, hörst du? Das werde ich. Ist ja nicht das erste Mal, dass er so etwas tut. Ich weiß. Ich werde ihn schon finden. Beeil dich. Das heißt, beeil dich. Du kommst mit. Oder soll ich Crowley mitnehmen? Weißt was? Wir nehmen... Eine Sache noch. Moment. Ja. Wir nehmen das wahre Elternteil. Das zweite mit. Das wahre Elternteil. Wo ist es? Wo ist das wahre Elternteil? Hier. Mitkommen. Oh. Warte mal, muss ich Kaya mitnehmen? Nee, oder? Oder die andere Mission ausgewählt. Ja, ja, da drüben ist er. Oh. Elternteil Crony und Jax sind schon unterwegs. Bin mir sicher, Crony wäre der bessere Aufpasser gewesen.
Der hat das einfach im Blut. Ich kann mich an das Haus erinnern. Was ich hin. War da nicht ein bisschen drin? Nein, der ist tot! Ich glaube, das geht rechtzeitig. Ach so, sind Banditen. Ist nicht der Typ, der da mir damals die Mission für den Konverter gegeben hat. Ratte, noch eine Ratte. So viele Ratten müssen alle sterben. Nein. Du als nächstes. Stehe. Wie gefliegt. Um mich herum wieder. Richtig paranoid. Alles tot in Ratten. Das sind die kleinen Biester. Da. Du fliegst. Zweiter Versuch. Mehr Anlauf. Ratte, Freistoß. Woo! Yes. Und gleich noch einer. Mist, gib mir eine Sekunde. Ratte. Er war miserabelst. Ein Glotter rumgeknurrt, das hat mich abgelenkt. Ah, ein guter Wendern. Schlechter Unhalt da unten. Graben. Nur looten. Oh, und hacken anscheinend. Nicht mal. Walkon-Hose hätte sie gegeben. Wäre gar nicht schlecht gewesen. Aber einfach. Das ist dann glaube ich eine Facecam, man sieht, wie ich Fliegen jage. Oh, okay. Will ich da gar nicht reiten. Die Grauen noch immer Grauen. Ja. Ah, das passt der Name. Immer sehr gefährlich sind. Er ist wahrscheinlich auf dem Hügel da oben. Nein, nicht mal. Das Ding hin. Ich sehe meinen Fehler ein. Viel mehr Jetpack-Angriffe mit Schwert. Der macht auch gut Schaden, wie es ausschaut. Oh, Platz hin. Oh. Dex. Dex. Verdammt, Dex! Was? Vater? Hi. Wo ist der Typ? War doch genau da ein Alp. War das Karlax? Okay, wenn wir mit dem Kind dann halt. Oh, wo ist das Foto? Wo ist das Foto? Kopfbild, Foto meines Sohnes. Oh. Hey, mein Junge. Hey. Geht es dir gut? Eigentlich schon, aber... Vater, darf ich dir mal eine Frage stellen? Natürlich. Wie ist das eigentlich, wenn man sein Bewusstsein verliert? Na, nicht besonders gut. Es ist so, als würde man dir einfach eine gewisse Zeitspanne stehlen. Warum fragst du? Ich habe das Gefühl, dass es mir soeben genauso erging, weißt du? Bist du gebissen worden? Nein, Vater. Aber diese Formen haben eine gewisse Wirkung auf mich.
Sieh sie dir doch nur an, wie groß sie sind. Hör zu, du bleibst in Zukunft in meiner oder Askas Nähe, ist das klar? Du bist noch nicht so weit, dass du einfach alleine hier draußen herumlaufen kannst. Aber ich war nicht alleine. Großvater war doch bei mir. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ja, Vadek hat schon gesagt, dass du so reagieren würdest. Darum ist er auch schnell wieder gegangen, bevor er dir über den Weg läuft. Was wolltest du da draußen überhaupt? Ich wollte das Land der Fremden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit ihnen nicht vernünftig sprechen kann. Das ist sehr leichtsinnig von dir. Du bist noch ein Kind. Sie würden dich töten, wenn sie dich finden. Ich glaube, dass auch der kleinste Funke ein Feuer entfachen kann, Vater. Das hast du früher einmal selbst gesagt. Ich will nicht, dass die Fremden gegen uns kämpfen. Im Moment lassen sie uns keine andere Wahl. Ich hatte gehofft, dass ich in dem Former etwas finde, was uns helfen könnte, den Kampf zu beenden. Hat dich dieser Mann dazu überredet? Nein, er hat mir nur geholfen. Was soll ich bloß mit dir machen? Deine Mutter hat sich große Sorgen gemacht. Jetzt hör aber mal auf. Ich bin doch kein dummes, naives Kind, das glaubt, mit Alufolie auf dem Kopf die bösen Gedankenangriffe der Fremden abzuwehren. Du hast mit einem Mann gesprochen? Ja, und er sagte mir, dass er dein Vater Vadek ist. Was hat er sonst noch gesagt? Dies und das. Er hat mir geholfen, bis fast zum Former zu gelangen. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht magst. Er ist doch ganz nett. Von wem hast du das? Mutter hat mir erzählt, ihr hättet euch gestritten. Vertraue keinen fremden Männern. Sie könnten dich anlügen. Halte dich an deine Eltern oder Aska. Aber... Na schön, Vater. Ich sage, in den Formern ist etwas. So wie ein Geist oder so, nur viel mächtiger. Ich kann es spüren. Es kann uns helfen, Vater. Wir müssen nur seiner Stimme zuhören und es verstehen lernen. Dex, wer weiß... Vielleicht hast du sogar recht, aber es ist einfach zu gefährlich. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt einen Former gesehen. Und ich weiß jetzt, dass wir eines Tages in einen von ihnen gehen werden. Wir werden dort finden, was ich meine. Und es wird dir helfen, den Krieg gegen die Fremden zu entscheiden. Wart's nur ab. Okay, schon gut. Wir müssen aber jetzt erst einmal hier weg. Ich bringe dich zurück in die Bastion. Ist gut, Vater. Gesicht. Die anderen Kinder schauen nicht so schlimm aus, aber das Kind, das schaut besonders eigen aus. Oh, der Bulli ist zurück. Cool. Ach, die Rüstung schaut schon cool aus. Das Vorderteil im Wind wackelt. Wofür die Skyen schlussendlich stehen, ist noch nicht ganz geklärt. Irgendwie sind sie den Alps nicht ganz unähnlich. Gnadenlos effektiv und eiskalt. Zum Schmied, ohne dass ich von jemandem angesprochen werde? Unglaublich. Doch, Bruni hat mich kurz erschreckt. Ja, Episode geht mal vorbei.